Hallo ihr Lieben, wie ihr vielleicht schon am Titel gesehen habt, wird das jetzt die Review zu den Dauerwimpern von Antico, die ich mir jetzt ungefähr vor 3 Wochen habe ankleben lassen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt schon sieht. Ich trage sie nicht mehr. Das hat 2 Gründe. Der erste, eigentlich ganz einfache Grund ist, dass ich durch Heuschnupfen geplagt bin und meine Augen immer sehr stark jucken und ja, ich dann die Wimpern sehr als störend empfunden habe, wenn ich mich die ganze Zeit kratzen muss. Und ich schminke mich auch sehr selten in dieser starken Heuschnupfenzeit. Nee, da wäre es eigentlich schön mit den Wimpern, wenn man die nicht schminken muss, aber mich hat das doch ziemlich gestört. Und der zweite Grund, warum ich sie abgemacht habe, ist, ja, dass manche wirklich fast gar nicht gehalten haben und nach den ersten 3, 4 Tagen schon abgefallen sind. Also, ich habe die dann zwar wieder selber dran bekommen, aber ja, es war halt morgens schon irgendwie so eine Zeitsache auch. Man musste immer noch mit einberechnen, ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde, sich da die Wimpern wieder anzukleben. Und genau, weil man ja darauf keine Lust hat, ich meine, nimmt man ja Dauerwimpern, sonst könnte ich mir ja auch jeden Morgen Fake Lashes ankleben. Und ja, dazu hatte ich gar keine Lust. Also, das hat mich wirklich sehr gestört. Und das wäre aber nicht das Schlimmste. Nur manche Wimpern, die haben so doll gehalten, dass ich sie überhaupt nicht abbekommen habe. Ich habe mich dann entschieden, ungefähr nach 2 Wochen sie abmachen zu wollen. Und habe dann im Internet ein bisschen recherchiert. Erstmal haben ganz viele empfohlen, ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner zu benutzen und dann würden die abgehen. Naja, habe ich gedacht, gut, musst du dir das Lösungsmittel nicht kaufen. Probierst du das? Ja, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Die Wimpern klebten fest, wie sonst was. Und ja, also dann hatte ich auch schon richtig Schmerzen von dem vielen Reiben und Abtupfen und dann mit dem Öl und so weiter. Es tat schon irgendwann richtig weh. Ich habe auch einige eigene Wimpern verloren dadurch. Ja, dann bin ich halt nicht drum rumgekommen und habe mir ein Lösungsmittel dafür geholt, um die Wimpern abzubekommen. Und das war dann die eigentliche Tortur. Intelligenterweise steht bei dem Lösungsmittel dabei, dass es nicht in Kontakt mit Augen kommen soll, was schwierig ist, wenn man sich die Wimpern entfernen möchte. Also ich weiß auch nicht, was das ist. Also es ist sehr, sehr alkoholhaltig. Es war ganz schön, hat stark gebrannt. Ich habe schon mir einen anderen Wattepad an den unteren Wimpernkranz gedrückt, richtig, damit, aber es ist trotzdem natürlich, die Dämpfe sind ans Auge gekommen und es ist halt auch ein bisschen reingelaufen und richtig, das Schlimmste daran fand ich überhaupt, dass es halt fast gar nicht abging. Also ich brauchte das halbe Fläschchen, also es war so ein ungefähr so ein kleines Fläschchen und ich brauchte das halbe Fläschchen, um überhaupt die letzten, sage ich mal, 6 Wimpernbüschel abzubekommen. Ich bin dann nämlich schon die ganze Zeit nur noch mit 6 Büscheln rumgelaufen. An dem einen Auge hatte ich nur noch 2 und an dem anderen noch 4. Weil mir die Augen so weh tat und ich daran nichts mehr machen konnte, weil ich einfach, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas falsch gemacht haben bei dem Anbringen der Wimpern. Aber manche haben halt gar nicht gehalten und manche haben, ja, weiß ich nicht, ewig gehalten. Die wollten gar nicht mehr abgehen. Ja, und jetzt, ich finde jetzt das Resultat, wie es jetzt aussieht. Zuvor habe ich das Gefühl, ich habe halt, also nicht nur, dass sie kürzer wirken, was logisch ist, wenn man so lange hatte, aber ich habe das Gefühl, ich habe richtig, richtig viele Wimpern verloren. Es sieht aus, als hätte ich nur noch 5 Wimpern und die sehen so kurz aus. Also für mich ist das überhaupt nichts. Also ich weiß nicht, ich hätte sowas gemacht, um ein bisschen sorgloser zu sein mit meinen Wimpern, dass ich die vielleicht nicht jeden Tag tuschen brauche oder sowas, aber es hat mir viel mehr Arbeit gemacht. Für mich sind die total durchgefallen, es war mit Schmerzen verbunden und sowas will man am Auge einfach nicht haben. Und deswegen empfehlen könnte ich es jetzt aus meinem Standpunkt auch nicht. Ja, was ich noch dazu sagen kann, ich hatte es dann 1 Woche später bei meiner Schwester gemacht. Und sie hatte die sogar nur 1 Woche dran. Also sie hat sie einen Tag, nachdem ich meine abgemacht habe, dann auch abgemacht und hat das restliche Lösungsmittel benutzt. Und ihr sind sogar einige abgebrochen. Also sie hatte richtig dann von den eigenen
richtig noch so Stummel dann da. Also ich weiß nicht, ich habe von so vielen gehört, dass es gut ist und die kommen damit super zurecht, aber ich weiß nicht, ich würde es mir nie wieder machen. Das ist für mich wirklich gegessen, das Thema. Ich bin jetzt lieber zufrieden, wenn meine Wimpern nochmal wachsen, die abgefallen sind oder gebrochen sind. Und dann bin ich lieber glücklich mit dem, was ich habe und benutze vielleicht eine schöne Mascara oder sowas oder zu irgendwelchen Anlässen klebe ich mir Fake Lashes auf. Aber ich würde es nicht nochmal machen und klar, jeder soll seine eigenen Erfahrungen machen, aber ja, also ich kann es nicht empfehlen. Ach, und dann hatte mich eine Zuschauerin gefragt, wie denn mein Kleber, ich hatte ja den Art Deco Kleber, wie der denn aussehen würde. Ihre hätte sich verändert nach 2 Wochen. Also ich kann dir sagen, mein Kleber ist immer noch genauso wie am Tag, als ich ihn gekauft habe. Da hat sich nichts verändert. Man hat auch nicht viel davon benutzt. Davon habe ich jetzt auch ungefähr noch 7/8. Da ist nicht viel von weg. Aber ich werde ihn nicht mehr benutzen. Also weiß ich nicht, was mit deinem war. Vielleicht hast du den in der Sonne liegen gelassen. Ich weiß es nicht genau. Also mein Kleber sieht noch gut aus, aber ich werde ihn nicht noch einmal benutzen. Und die Wimpern werde ich auch nicht nochmal dran machen. Ja, so, das dazu, es hat ja viele interessiert, wie meine Erfahrung jetzt waren mit den Lashes. Also ich mache es nie wieder und das Gleiche kann ich auch für meine Schwester sagen, die würde es auch nicht nochmal machen. Ja, so, ich finde es schön, dass ihr zugeschaut habt. Rocky hat genießt. Ich finde es schön, dass ihr zugeschaut habt und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich und bis dahin, tschüss.